glaube, es ist für uns ein Fußballfest. Wir haben es so weit gebracht, dass wir gegen Arsenal spielen dürfen. Wir müssen das Spiel geniessen. Und klar, wir werden sicher probieren, Arsenal in Schwierigkeiten zu bringen. Wir wissen, dass das im Moment vielleicht eine der besten Mannschaften ist. Erst in der Meisterschaft in England. Ich glaube, wir treffen doch sicher einen sehr, sehr starken Gegner. Aber trotzdem sollten wir nicht Angst haben, sondern einfach das Spiel wirklich nur geniessen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir von Anfang an sehr konzentriert sind, vor allem in der eigenen Hälfte. Ihnen so wenig Räume wie möglich geben, ihnen das Leben schwer machen, so im Stadion, das ausverkauft ist. Und natürlich mit sehr vielen Fans von uns wird voll sein. Und ich glaube, wenn wir das machen und die wenigen Chancen, die wir wahrscheinlich bekommen, ausnutzen, dann können wir das Spiel gewinnen. Ich glaube, wir müssen sehr kompakt stehen. Das ist eine Mannschaft, die sehr gute Einzelspieler hat, die sehr gut Fußball spielt. Der Trainer hat eine Guardiola-Schule und ich glaube, die wollen sehr viel Fußball spielen. Wir müssen wirklich jeden Zweikampf annehmen. Wir müssen ihnen auch vielleicht ein bisschen wehtun, weil das haben so Spieler sicher nicht gern. Und wenn wir das alles machen, dann haben wir sicher vielleicht eine Chance. Sehr gross. Ich glaube, das sind so Spiele, die man als Bub träumt. Und ich glaube, jeder von uns kann sagen, dass ein Bubentraum in Erfüllung geht mit dem. Weil, ja, wenn man schon Europa League spielen darf, dann wünscht man sich immer eine Top-Mannschaft. Und ich glaube, Arsenal ist das. Das ist meiner Meinung nach eine Champions League-Mannschaft in dieser Saison. Und das ist natürlich eine Ehre, dass man das Spiel spielen darf. Und ich glaube, mit viel Freude gehen wir in das Spiel rein und probieren natürlich das Beste zu geben. Die Meisterschaft muss jetzt ein bisschen abwenden bei diesem Match. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir das Spiel als Einzelspiel sind und ein bisschen vergessen, was in der Meisterschaft ist. Aber es kann uns auch sehr viel Kraft geben für die Zukunft. Wir wissen, was ein Spiel kann auslösen kann. Und mit dieser Einstellung müssen wir ins Spiel, dass wir vielleicht mit einem Spiel endlich wieder ein Erfolgserlebnis auch in der Meisterschaft haben können.